Hallo du, schön, dass du zu mir gefunden hast. Wenn dir mein Kanal oder meine Videos gefallen, drücke doch bitte den Abonnierknopf, den Like-Button und die Benachrichtigungsglocke, um über neueste Videos von mir informiert zu werden. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallöchen, Puppelchen, herzlich willkommen zurück zu Danke. Machen wir nie wieder. Okay. Na, vielleicht. Okay, jetzt werde ich hier noch so ein bisschen so machen. Aber ich weiß nicht. Weißt du, ich glaube dann. Nee. Das machen wir mal lieber nicht so. Setzen einfach die Fackeln rein und dann ist gut. Ist gar nicht. Ich glaube, hier machen wir jetzt einfach gar nichts. Oder doch, ein schönes buntes Fensterchen. Nee, wir machen jetzt erstmal den Boden. Und dazu machen wir Tag. Oder was? Okay. Was? Ich wunderte mich. Ich will aber sehen, was ich hier mache. Die sieht zwar sowieso nicht viel, was ich hier mache, aber. Jetzt ist es ein bisschen besser. Ich glaube, innen drin werde ich Holzboden machen. So einen schönen dunklen, rustikalen. Ah ne, der passt glaube ich nicht, oder? Sehen die Schwarzholzbretter aus? Oh, das hat aber ganz schön dunkel bei dir, wa? Ja. Welchen Boden meinst du? Den oder den? Ja, den dunkleren war. Oder den helleren. Ja. Was? Den dunkleren. Und dann nehmen wir den dunkleren. Auch genannt Schwarzholzbretter. Von was für einem Baum auch immer die kommen. Toll. Jetzt reiße ich letztendlich die Erde doch ab hier. Durch die Kirche drauf gebaut habe. Cool. Gar nicht, was man mit einer Kirche will. Na ne, man hat's. Falls man mit Meteor einschlägt oder so. Dass hier die Dorfeinwohner schnell reinballern können. Noch ihre letzten Wünsche äußern können. Oh, bitte lass mich nicht so hart treffen. Oder sowas. Heißt? Weißt du? Manchmal ein bisschen von Vorteil zu überleben in diesem Spiel. Wenn so ein beknackter. Aber ich glaube, wenn wir eine Höhlentür machen, dann mache ich wieder auf Normalmodus. Oh, fuck. Ich hab hier meine Rohstoffe. Ja, du hast genügend mit der. Ganze Zeit an der Erde. Mit dem Loch da. Mit dem unterirdischen Loch. Er ist fertig. Oh, es sieht voll gut aus. Immer gut ausgesucht. Ja, Mann. Jetzt machen wir hier so eine hellen Holzstufen rein als Sitzbank. Wie macht man denn so eine Kirche hier eigentlich? Ich glaube, das stehen immer so eine Sitzbänke hier. Bis zu einem gewissen Punkt. Boah, bin ich gut. Voll den Gang hier gelassen. Wow. Also geil. Oh, guck mal. Ich kann sogar so eine Sitzecke richtig draus machen. Das ist süß. Ist cool, wa? Schön aus. Oder nur zweier Sitzbänke, dass der Gang breiter bleibt. Hm. Was denn? Zweier? Ja. Sind sicher dreier besser, aber so Platz, ja, sind das der Gang so schmal, ja.
Also so. Oder. Die 3 oder die 2er? Also sind die 3er besser aus. Ja, aber dann ist der Gang wieder so brutal schmal. Aber so ist er jetzt wieder brutal breit. Hätte ich das ganze Ding eigentlich noch eins breiter bauen müssen. Na, alles nochmal abreißen. Wollte ich halt nicht. Ich mache jetzt einfach die 2er, die 3er. Hier braucht keiner Platz zum Laufen. Wer wirklich Gebete loswerden will, der schafft es schon. Ich stelle mir das gerade so richtig bildlich vor, in Real Life so. So ein enger Durchgang und dann bei der Hochzeit die Braut mit ihr fetten Kleid. Kommt da gar nicht durch dann. Pech. Ja, so. Such dir eine andere Kirche, wenn ihr zu eng ist. Okay. Oh, wow. Mal schnell hier einen Kontroll gezogen. Das kriegt man bestimmt noch ein bisschen hübsch ein. Wo sind meine Stiefchen? Danke. Habe ich mich sogar über dein Mikrofon gehört. Oder über meins, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mich. Wow. Wow. Was intensiv? Aber normal. Okay, dann mache ich hier von mir zum Tresen hin. Gibt es ja in der echten Kirche auch irgendwie immer. Oder Podest, oder. Hm? Kommt man da hoch? Da hoch. Und da hier seine Truhe. Ja, ich kenne mich aus und so, ne? Kirchengänger. Ja, normal. Ich hab ganz ehrlich keinen Plan von Kirchen. Eigentlich könnte man hier draus voll so ein... weiß ich nicht, zaubern. Da vielleicht noch. Mal gucken. Mhm. Ein paar bunte Gläser. Gibt's auch Glasscheiben? Ja. Gucken, ob wir hier was schöner zaubern können. Guck mal, sieht voll geil aus. Glas. Ja, ist echt Glas. Bisschen kreativ hier. Guck mal. Oder nicht? Doch, sieht cool aus. Machen wir das so. Sollen mich die ganzen Kirchengänger verhauen? Oder sie? Lieber komplett blau. Weiß ich nicht. Ne, lieber komplett blau war. Oder dann gibt's noch die Variante. Das sieht doof aus. Das kommt. Nein, dann mach blau. Oh ne, das ist zu tuntig. Lieber blau. Also nichts gegen Schwule und so, aber das ging gar nicht.
weiß gar nicht, warum man die immer nach Farben beurteilt. So, ein Mann mag pink, also ist er schwul oder so. Genau. Stufen, Stufen, Stufen brauche ich jetzt hier vor dieser... Nee, direkt davor ist behindert. Das ist doof. Jetzt nehme ich mir ein Chipschen. Der Chips. Chipschen. Chips und Klaps auf dem Bobo. Bubble. Also jetzt könnte man da noch zwei Häuser ranbasteln. Also hier ein kleines und dann da noch. Der sieht scheiße aus. Ey. Obwohl, kann man eigentlich so lassen, wa? Jetzt ist eine Kirche oder so. Dann machst du nicht so einen Glockenturm. Was für ein Ding? Glockenturm. So eine riesige Kirche ist es auch ja nicht, aber ich kann es versuchen, da hinzuzaubern. Ich krieg niemals eine Glocke da reingebaut. Nein, aber halt so ein Türmchen, meine ich. Was? Ein Türmchen? Ja, ein Türmchen könnte ich versuchen, ja. Erstmal muss ich den Tresen hier vorne noch. Ein bisschen basteln. So, es reicht für eine Kirche. Vielleicht noch ein paar Fensterchen reinballern. Was? Na, das sind bestimmt Glas oder so. Jo. Immer graue Scheibe. Immer nur weiße. Nein, Idiot. Dieser Gehweg ist so brutal empfindlich. Er ist also nicht nur empfindlich, sondern brutal empfindlich. Guck mal, wie findest du das Glas? Das ist weißes Glas. Ja, nicht. Und das hier ist... graues Glas. Welche nehmen für die alten, das graue war? Da ist ein schönes Muster drin. Dann nehme ich das. Das graue. Ich glaube, die haben nicht so viele Fenster. Egal, ich bastle hier vorne noch. Die haben immer so ein ganz riesiges Fenster. Ja. Mit bunten Gläsern, Glas und so. Ich brauche Ziegel. A little bit Ziegel. Oh, wo kriege ich denn Ziegel her? Von Lehm. Ja, aber ich weiß, aber... Ziegelsteiner. So wie mit Power Ranger. Ganz viele bunte Gläser. Yeah. Keine Ahnung, was es darstellen soll, was ist da. Ach, so was die Kurse, wenn die Sonne durchkommt. Hier mache ich so eine kleine Beichtkammer hin. Was? Irgendwie irgendwo hier. Ich weiß auch noch nicht wie, aber...
Genau, jetzt kann ich ja nämlich diese komische hässliche Tür nehmen. Entweder die oder die. Muss ich mal gucken. Okay. Nee, sieht nach Gefängnis aus. Dann lieber die. Dann basteln wir hier noch so einen kleinen Steinhocker rein. Wenn man scheiße ist. Scheiße aus. Muss reichen so. Okay. So, was meintest du, soll ich noch machen? Na, mein Vorschlag wäre so ein Kirchenturm gewesen, aber musst du. Ach ja, ein Kirchenturm, genau. Den könnte man. Weiß nicht, vielleicht den einfach so in, aufs Dach in die Ecke hier und zieh den so ein bisschen hoch, oder? Zum Beispiel, ja. So, mal versuche ich das mal. Meine Küche damals sah ungefähr so hier aus. Küchenturm hatte ich da noch nicht. Nicht, weil mir das zu viel war, aber. So, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Bis dahin, wieder schauen, reinhauen. Hast du mal was zu sagen? Na. Okay, bis dann.